So Jesus said, dementsprechend sprach Jesus, he says, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Nämlich denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen. And whosoever of you will be chief shall be servant of all. Und wer groß werden will, soll Diener von allen sein. This is very important here. Das ist sehr wichtig. We have to have the position of son. Es ist wichtig, dass wir die Stellung des Sohnes haben. And the attitude of a servant. Doch die Haltung eines Dieners. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. The position of a son. Ja, die Stellung eines Sohns. The attitude of a servant. Doch die Haltung eines Dieners. Because the son. Denn der Sohn in his position, in seiner Stellung, he has everything. Hat alles. In his position, in seiner Stellung, there is no greater position he can get to. Es gibt nicht höheres. Es geht nicht mehr höher. Amen. Amen. There is no position that this world can, you know, give to him. Es gibt nicht, which surpasses the position that he is before the Father. Es gibt nicht größeres oder nicht weiteres oder weit hingehend, was die Welt dem Sohn bescheren kann, was größer ist als Sohn des Vaters zu sein. Gibt's Amen. Nicht. Amen. So the attitude that he assumed, doch die Haltung, die der Sohn hat, is the attitude of a servant. Ist die Haltung eines Dieners. In Philippians 2, the verse 5, in Philipperbrief 2, Vers 5, now look at what Paul tells us of Jesus Christ. Wir schauen uns gemeinsam, und zwar was Paulus ausgesagt hat über Jesus Christus. It says what we need to have. Und genau das sollen wir haben. The attitude that we need to also assume. Genau diese Haltung sollten wir annehmen. It says, let this mind be in you. Philipper 2, Vers 5. Which was also in Christ Jesus. Habe diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. The verse 7. Vers 7. But made himself of no reputation. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtschaft an. And took upon him the form of a servant. Amen. And was made in the likeness of men. Indem er den Menschen gleich geworden ist. Amen. Amen. Now do we see here? Also, sehen wir das hier? Now Paul tells us that we should have the mind that was also in Christ Jesus. Paulus sagt uns, wir sollen die Gesinnung Christi haben. He had the mind of a son. Er hat die Gesinnung des Sohnes. Though he was equal with God. Obwohl er gleich ist mit Gott. Amen. Amen. So he counted not robbery. Er hielt es nicht für Raub. So it was not something he was robbing God from. Also, er hat Gott seine Stellung nicht gestohlen. Amen. Amen. You know, acknowledging our oneness with God is not something of a robbery. Also Anerkennung unserer Einssein mit Gott ist keinen Raub. Also Gott verliert dadurch nicht an Wert. Amen. Amen. When your child, if they look at you and they tell you that your child look like you, is it a compliment? Also wenn man dich anschaut und man schaut dein Kind an und man sagt, Mensch, das Kind schaut ja wie du aus. Ist das eine Beleidigung oder eher ein Kompliment? Wouldn't you be happy? Ja, wirst du dich nicht freuen? Also besonders die Männer. Huh? You're happy. Ja, freust du dich. He looks like you. Ja, dein Kind schaut wie dich aus. He talks like you. Redet sogar wie du. Look at the way he does things, just like you. Ja, zieht sogar deine Schuhe an oder sonst was. Huh? Amen. You're walking like this, yeah. Ja, genau, wie gesagt, die Männer, ne? Also die fühlen sich richtig erfreut. Du You're freust happy. Dich. Du freust dich. You know, it's clever like me, you know, when I was Ja, das muss man den Männern auch mal zuschreiben. Die sagen immer, ja, guck mal, da hat meine Intelligenz, ne? Hat einen schlauen Kopf, so wie ich. Why is it that religious people have problems when we say we are one with God? So. What is the problem? Und jetzt das auf Gott gespiegelt. Warum haben religiöse Menschen ein Problem damit, wenn wir sagen, dass wir eins sind mit Gott? He gave birth to us. Er hat uns geboren. Maybe from them is monkey. They came from monkey.
We came from God. So, ich sag's einfach mal in einer sanften Form. Ja, vielleicht stammen sie aus der Evolution. Naja, hört sich besser an. So, vielleicht stammen sie aus der Evolution, doch wir, sie sind aus Gott geboren. Amen. Amen. I look like my father. Ich schaue wie mein Vater aus. Every time I say so, he's so happy. I can see how he's so happy. Ja, also jedes Mal, wenn ich sage, dass ich wie mein Vater ausschaue, jedes Mal sehe ich, wie er sich freut und sagt, guck mal, das ist mein Sohn. Amen. He's proud. Ja, er ist voller Stolz. We must be proud of our father. Wir müssen stolz sein über unseren Vater. So Paul says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Paulus drückt sich so aus, diese Gesinnung, was in Christus ist, soll auch in dir sein. Being in the form of God. Ja, in Gottes Gestalt. He thought it not robbery to be equal with God. Hat er sich das nicht selber überlegt und sagt, oh, das könnte ja Raub sein. Das könnte, Gott könnte ja ihren Wert verlieren. Amen. Amen. He thought it not robbery. Er betrachtet das nicht als Raub. But made himself of no reputation. Sondern er hat sich wirklich zu nichts gemacht. Er hat alles, was ihm wertvoll war, abgelegt. You know why he made himself of no reputation? Weißt du, warum er das getan hat? He need no reputation in this world. Also in dieser Welt braucht er keine, also sozusagen, er braucht keine Anerkennung. Er braucht keine Merkmal, womit man sagen kann, Mensch, toll Gott, hast du gut gemacht. Being in the form of God, in Gottes Gestalt, is already a reputation. Das ist schon eine Anerkennung in sich. Already a position. Das ist schon eine Stellung in sich. Already a possession. Das ist schon ein Besitztum. Amen. Being Amen. One with God, mit Gott eins zu sein, dir gehört alles. So when he gets into this world, also wenn er in diese Welt hineinkommt, he doesn't need the reputation of this world. Er braucht die Anerkennung dieser Welt nicht. Amen. Amen. Made himself of no reputation. Er entäußerte sich. You remember they said to Jesus, we'll make you king. He said, no, I'm a king already. Und kannst du dich erinnern, man sagte zu Jesus, wir machen dich zum König. Und da sagte er, ich bin schon König. Amen. Amen. He made himself of no reputation. Er entäußerte sich. See genau. What he did. Schaut immer an, and was er tut. Took upon him the form of a servant. Und nahm Knechtgestalt an. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Do you get the point there? Also kommt der Punkt bei dir an. Being in the form of God. Nämlich in Gottes Gestalt zu sein. Is the reputation that God gave to him. Das ist die Anerkennung, die Gott ihm gegeben so hat. So in this world. In dieser Welt. He need no reputation. Braucht er keine Anerkennung because zusätzlich. He had a reputation already. Weil er schon eine Anerkennung hat. So to function in this world, damit man in dieser Welt funktioniert. How does he do? Wie tut er das? He made himself, he took upon himself a form of a servant. Er nahm Knechtgestalt an. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Now, Gott. He has everything. Ihm gehört alles. The treasures that he has, die Schätze, die er hat, that the son has, cannot be compared to the treasures of this world. Ja, die Schätze, die der Sohn hat, ist unvergleichlich mit den Schätzen dieser Welt. So, in order for the son to live in this world, doch damit der Sohn in dieser Welt lebt, what should he do? Was soll er nun tun? He took upon himself. Er nahm Knechtsgestalt an. The form of a servant. Amen. The only thing I can do here. Das Einzige, was ich hier tun kann, is just to serve. Ist nur zu dienen. You look at the handy, it's no value. Ja, er schaut sich ein iPhone an und sagt, naja, ist kein Wert. You look at houses, it's ja. No value. Schaut sich die Häuser in Grunewald an und sagt, naja, look at the car, so, is ja. No value. Ja, also BMW kann nicht mithalten. Amen. Amen. All what I can do is just to serve. Alles, was ich tun kann, ist zu dienen. Let me let people have them. Also Menschen sollen das zwar bekommen. Let me give them cars. Sie sollen Autos bekommen. Let me give them houses. Häuser genauso. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Oh my God. Ah, do you get it? Also kommt es bei euch an. Amen. Amen. That's why what I'm doing, I'm giving you cars. Amen. Amen. Also some deswegen. Some of you want car, you can just have it. Amen. Because with the word that comes to you, gives you the mentality, you can just go and get a car. You can just go and get a house. Amen. I don't need it. Amen. Amen.
In dementsprechend ist es wichtig auch zu erkennen, dass das Wort, das, was zu euch kommt, ihr seid in der Lage, Dinge zu besitzen, auch damit. Ihr könnt es all diese Dinge auch besitzen, doch es ist wichtig zu erkennen, diese Dinge soll euch nicht in Besitz nehmen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. One who is not in some way helping others is injuring them. Also jemand, der auf einer bestimmten Art und Weise anderen nicht hilft, er verletzt oder schadet all diesen Menschen. Amen. Amen. If you're not helping someone, wenn du jemandem nicht hilfst, you're injuring the person. Dann schadest du diesem Menschen. Because everything now, denn alles nun has been consummated in Christ. Wurde in Christus zusammengefasst. Amen. Amen. So you don't need to cause the body of Christ to suffer. Und deshalb ist es wichtig, dass du dem Leib Christi kein Leid fügst. Amen. Amen. Now very important. Bitte sehr wichtig. You know, when we talk of doing something, wenn wir über das Tun reden, we're talking of action. Wir reden über Handlungen. Action begins with thoughts. Doch Handlungen fangen mit Gedanken an. Amen. Amen. Thoughts determine actions. Und die Gedanken entscheiden oder die Gedanken führen zu Handlungen. Amen. Amen. Please, very important. Bitte, das ist sehr wichtig. So I don't only do something to someone. Und deshalb tue ich nicht nur etwas für jemanden through my action, durch meine Handlung, but also through my thoughts, sondern ich tue auch etwas für jemanden durch meine Gedanken. So our service begins in our thoughts. Deshalb fängt unser Dienst an im Gedanken. When you help someone and you're thinking evil of the person, wenn du jemanden hilfst und dabei Böses über diesen denkst. Outwardly is the same work. Ja? We see the same work being done. Ja, äußerlich ist nichts anderes. Das ist dasselbe, was getan wird. But the real work is in the inside. Doch das wirkliche Wirken ist im Innern. Is your thoughts. Ja, sind deine Gedanken, that determines the action, die auch über die Handlungen entscheiden. And so when our thought changes, dementsprechend, wenn unsere Gedanken sich ändern, when our thought is positive towards the world around us, ja, wenn unsere Gedanken positiv sind, und zwar gegenüber der Welt um uns herum, we create this world. Was tun wir? Wir schaffen diese Welt according an uns. To our thoughts. Und zwar entsprechend unseren Gedanken. Amen. Amen. What do you think about yourself? Was denkst du über dich selbst? What do you think about others? Was denkst du über andere? What do you think about the church? Was denkst du über die Gemeinde? What do you think about Berlin? Was denkst du über Berlin? Amen. What Amen. Do you think about the people? Was denkst du über die Leute? Amen. Amen. Now this is important. Denn das ist your wichtig. Thought will determine action. Deine Gedanken entscheiden, welche Handlung aus dir hervorkommt. That is why a man of prayer, deshalb ein Gebetsmensch, a man who understands prayer, ein Mensch, der Gebet begreift, and he prays well, und betet aufrichtig, he is stronger than someone who is doing something, ist stärker als jemand, der Taten austeilt. Because someone can be doing something out of obligation. Denn jemand kann etwas tun, und zwar aus der Verpflichtung heraus. But someone is sitting in his room somewhere. Doch jemand sitzt in seinem Zimmer irgendwo. And he's projecting thoughts of good. Und strahlt gute Gedanken heraus. Amen. Amen. He's creating the world through the power of his thoughts. Dieser Mensch schafft die Welt erneut durch die Kraft seines Gedankens. So that is why the sons have different perspective. Und deshalb haben die Söhne ganz andere Perspektiven. Amen. Amen. The way I look at Berlin, die Art und Weise, wie ich Berlin anschaue, is different from other people. Ist anders als andere Menschen. Because we have to see from the son perspective. Denn warum? Wir sehen aus dem Blickwinkel des Sohnes. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei And Gott. So when you see only goodwill, also wenn du nur Gutes siehst, you begin to project goodwill. Und dann projizierst du Gutes. And good action is being born. Und so werden gute Handlungen geboren. And the world then becomes better. Und so wird die Welt
ein Stückchen besser. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Because everything that we see from the outside. Denn alles, was wir von dem Außen sehen, von, also aus dem Äußerlichen sehen, is in the inside. Ist schon innen drin. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Is the out, is the inside that is projected in the outside. Es ist das Innere, was nach außen projiziert wird. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. The Bible tells us, die Bibel berichtet uns, that the world is created, dass die Welt geschaffen wurde, by the Son. Und zwar durch den Sohn. Amen. Amen. Jesus Christ, Jesus Christus, is the one who created the whole world. Hat die ganze Welt geschaffen. Let's look at this, then we close. Wir schauen uns das an und dann schließen wir. Amen. Amen. Ephesians 3. Epheserbrief Kapitel 3, bitte aufschlagen. The verse number 9. Wir lesen Vers 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hidden God, who created all things by Jesus Christ. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Amen. Amen. So Jesus Christ created all things. Jesus Christus schuf alle Dinge. And today we are one with him. Und heute sind wir eins mit ihm. We have his creative ability. Seine schöpferischen Fähigkeiten haben wir. As a son, als Sohn, the Father has given judgment to the Son. Der Vater hat das Urteil dem Sohn überlassen. So we determine how things should be. Dementsprechend entscheiden wir, wie Dinge laufen sollen. So as we think, so wie wir denken, so is the world. Genau so geht es der Welt. So everything that we see in the outside, also alles, was wir äußerlich sehen, is determined by what we have in the inside. Wird entschieden durch das, was wir im Innern tragen. And so we discipline our mind, also wir trainieren unsere Gesinnung, that all that Christ is, nämlich dass alles, was Christus ist, all that the Father has given to us, alles, was der Vater uns gegeben we hat, contemplate, we meditate within us. Ja, das hegen wir in uns drin, das medizieren wir, das, darüber sinnen wir nach. So that in the mind, damit im Sinn, the picture that we have, das Bild, was wir tragen, concerning our brother, our sister, bezüglich unserer Geschwister, is according to how God sees them. Ist entsprechend dem, wie Gott sie sieht. The picture that we have, das Bild, was wir tragen, concerning the world that we live, bezüglich der Welt, in der wir wohnen, is according to how God sees it. Ist entsprechend, wie Gott die Welt sieht. So we don't live by appearance. Also wir leben nicht durch Anschein. We live by the unseen realities. Wir leben durch die unsichtbaren Realitäten. So God has given the privilege to the Son, also Gott hat das Privileg dem Sohn gegeben, to take that which is real, nämlich to him. Und das, was ihm real ist, zu nehmen, concerning his world, bezüglich seiner Welt, to bring it into realities, und das in die, also und das zur Erfahrung zu machen. This is the service that we have. Genau dieser Dienst, diesen Auftrag haben wir. Amen. Amen. So the son who served, dementsprechend der Sohn, der dient, is the one who lives the world. Ist derjenige, der die Welt aufbaut. Is the one who helps the world. Ist derjenige, der der Welt hilft. Is the one who brings beauty to the world. Ist derjenige, der die Welt verschönert. So our service, unser Dienst, is that which causes us to shine. Ist genau das, was bewirkt, dass wir leuchten. But there is one thing we need to know. Doch eins brauchen wir zu erkennen. That in this world, nämlich in dieser Welt, the first thing that we're going to encounter, die erste Sache, die wir erleben werden, is temptation. Ist Versuchung. Temptation against our position. Versuchung gegen unsere Position. We enter into this world, wir kommen in die Welt hinein, with no reputation. Ohne Anerkennung. But there are things here, doch es gibt Dinge, which are reputable, die erkennbar sind, which wants to attach to us, die sich uns anhängen möchten, which wants to give us fame, und sie möchten uns Ruhm schenken, which wants to give us recognition, sie möchten uns Anerkennung schenken, which wants to appreciate us,
die uns wertschätzen möchten. Which wants to give us a position. Sie möchten uns eine Stellung geben. So we must be ready. Deshalb müssen wir bereit sein. As sons, als Söhne. Not to be distracted by these things. Nicht abgelenkt zu sein durch diese Dinge. To know that. Zu erkennen. The glory of God. Gottes Herrlichkeit. Amen. Amen. The glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. Outweighed every glory in this world. Überragt alle Arten von Herrlichkeit dieser Welt. So that we give ourselves completely. Damit wir uns vollkommen hingeben. To service. Zum Dienst. Amen. Amen. We're going to continue tomorrow. Morgen setzen wir fort. Let's be on our feet. Lass uns bitte aufstehen. Thank you, Father.